Also hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Da ist der nächste, sehe ich gerade. Hier vorne kommen wir jetzt wahrscheinlich auch weiter. Okay, hier nicht, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall. Und gab es nicht auch noch Höhlen, wo wir jetzt wahrscheinlich weiterkommen dürften? Hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter. War das hier unten schon? Eventuell ja hier schon, ne? Nee. Nee. Da springen wir nicht weit genug. Wie sieht es denn mit hier aus? Das müsste doch aber gehen. Hier war irgendwo. Hier. Ha. Sehr schön. Das dürfte eine weitere Arena sein. Oh Gott. Okay. Da haben wir einen Treffer kassiert. Aber alles noch halb so wild. Erstmal müssen wir den da los. Wer denn? Ein Hinterlistiger. Oh, der bringt uns hier so einen Taler. Was ist denn. Was ist das für ein Abschnitt? Okay, das ist tatsächlich aber noch auf der Map, die wir haben. Können wir irgendwas upgraden, was uns hilft? Die Schussreichweite vielleicht. Demnächst müsste der Schaden mal wieder drankommen. Ah, hier oben sehen wir das tatsächlich auch nochmal, dass es vier Bosse gibt und dann halt den Endboss. So, hier können wir rüber. Hier gibt es noch einen Knopf. Das ist zu weit weg, als dass wir da hinkommen könnten. Zumindest jetzt noch nicht. Ist hier unten was? Nö. Dann gehen wir erstmal hier lang. Aha. Wieder ein Punkt. Schade, hätten wir die Punkte von eben gespart, dann hätten wir jetzt den Schaden erhöhen können, was ja auch nicht unwichtig ist bei den krassen Feinden, die wir jetzt schon haben. Oh. Es werden relativ viele Kugeln, wenn wir nicht die anderen jetzt mal erledigen. Gut. Autsch. Nur noch ein Leben. Mein Gott, wie viel hält er denn aus? Bringt aber auch vier von diesen Talern. So, das führt zurück zur Stadt. Ah, okay, das ist die Abkürzung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Als nächstes könnten wir versuchen, hier noch. Ah, ne, können wir nicht. Das führt zu nichts. Da drüben sind aber Gegner. Also vielleicht kann man ja irgendwann über Wasser fahren. Hier oben geht es aber reichlich weiter. Das scheint aber jetzt eine neue Welt zu sein, ein neuer Abschnitt komplett. Ja. Okay, die sind mir suspekt. Komische Froschhüpfer hier. Warum halten die so viel aus? Vielleicht sollen wir hier noch nicht sein. Durchaus möglich. Ich hätte gerne mal einen neuen Kartenabschnitt. Okay, die sind echt fies. Vor allen Dingen ist das da unten schon ein verbesserter von denen.
erkennt an der Menge der Kugeln, die da auf uns einprasseln. Das dürfte wieder ein Level-Up sein. Jupp. Okay, immerhin kriegt man hier aber sauschnell. Ein Skarabäus. Wieder mal. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht, was die bringen, aber irgendwas werden sie bringen. Und man kommt hier sehr schnell auf seine Level. Da könnten wir rüber. Da haben wir auch ein Notsignal gesehen. Jetzt fangen die Gegner auf jeden Fall an, Kugeln zu produzieren, die keine gerade Schussbahn haben, sondern sich komisch drehen und sowas alles. Soll ja nicht langweilig werden hier. Hier kommen wir noch nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Der hat sich gerade sehr, sehr schnell bewegt. So leicht lasse ich mich nicht von euch treffen. Erledigt. Okay, so, wo geht's jetzt weiter? Da drüben nicht. Interessant, aber auch hier sehen wir nichts. Da kommt man von da wieder raus. Hier irgendwo ist auch ein Notruf. Irgendwo in diesem Gebiet. Da ist eine Höhle. Die merken wir uns mal. Kann es sein, dass hier eigentlich auch eine von diesen Hauptzielhöhlen steht? Und wir aber die vorherige einfach noch nicht bezwungen haben und wir deswegen hier noch nicht viel machen können. Perfekt. Neue Stufe. Und dadurch können wir unseren Schaden erhöhen. Jetzt brauchen wir schon 5. Okay, hier können wir noch gar nichts machen. Da unten ist aber eine Höhle. Wie kommen wir an die ran, ist die Frage. Von hier aus gar nicht. Und an die kommen wir auch nicht ran. Aber da drüben war eine, auf die wir zugreifen können. Hier. Ach, da kommt man einfach nur hier raus, okay. What's this? Oh Gott, okay. Okay, what the hell? Okay, what the hell? Was sind das alles für Projektile, gegen die wir jetzt, mit denen wir klarkommen müssen? Eine völlig neue Projektilart, die da auf uns einprasselt. So, wo sind die Bösewichte? Da. Der ist weg. Das ist schon mal der eine. Der ist auch fast weg. Das ist nicht gut. Der ist sehr böse. Das ist die dritte Stufe von denen und der setzt uns gerade sehr zu. Vor allem stirbt er auch einfach nicht, ne? Der stirbt einfach nicht so wirklich. Wie viel Leben willst du haben? Ja. Alles. Alles Leben will ich haben.
Okay, wenn der alleine nicht gleich ein Level abbringt, dann weiß ich auch nicht. Der hat mich voll erwischt. Ich schieße so viele Projektile auf den und er stirbt endlich. Sehr schön, war aber kein Level Up. Unverständlicherweise, da ist ein Riesenteil. Ich habe wirklich Angst. What the fuck, okay. Okay, das erklärt einiges. Aber das ist kurz vor dem Notruf. Der bringt hier auch direkt erstmal wieder ein paar von den Münzen. Da haben wir einen von den Snipern. Was ist das hier für eine Todeszone? Ist ja schlimm. Vor allen Dingen, wenn man nur ein Leben hat noch. Okay. Bei denen können wir noch nicht mal was machen. Wieder ein Level up und da ist eine Höhle. So, wo genau sind wir jetzt? Hier irgendwo ist der Notruf. Da ist eine Höhle. Ah, die hatten wir gesehen von der anderen Seite. Da kommen wir nicht rüber. Wir können ja erstmal in die Höhle reingehen. Okay, ich habe Angst. Okay, ohne Boost ist man hier völlig aufgeschmissen. Ah, am Ende kriegt man da so einen Herzcontainer wahrscheinlich, oder? Oder doch nicht? Nee. Okay. Das war jetzt einfach nur richtig mies. Das war richtig, richtig mies. Vor allen Dingen, wie komme ich da jetzt wieder hin? Wie? Das ist da drüben, ne? Oh je, oh je, oh je. Ah, doch. Wir sind relativ schnell wieder hier. Das ist gut. So, da waren die Scharfschützen. Hier würde man da lang kommen. Ha. Nein! Nice. Okay, nochmal hier rein. Ja, wir wurden halt sehr unglücklich getroffen. Sehr unglücklich. Ich glaube, die bringen Energie, würde ich fast meinen. Deswegen können wir hier nämlich gerade mehr oder weniger ohne Unterlass den Boost machen. So, und da haben wir wieder die Abkürzung, die wir freispielen können. So, und jetzt ist sie freigespielt. Perfekt. Jetzt geht das in beide Richtungen. Okay, wir sind hier. Die Abkürzung ist freigespielt. Wo führt das jetzt alles hin? Aus der Höhle sind wir gekommen. Die können nicht mehr besonders viel.
Die sind bezwungen und dadurch haben wir auch hier die Abkürzung. Was haben wir? Nein! Hör auf damit. Was haben wir hier? Mit diesen Feuerschalen kann man auch noch irgendwas machen. Die haben wir jetzt schon häufiger gesehen, aber ich weiß auch noch nicht, was. Das führt auch zurück zur Plattform, die wir schon kennen. Der Hilferuf kommt aus dieser Höhle da drüben. Das wird einer von den Schifflingen sein. Und ein Speicherpunkt. Ja, es wird einer von den Schifflingen sein. Nun müssen wir hier erstmal rüberkommen. Aua. Aua. Und geschafft. Das wird es aber wahrscheinlich noch nicht gewesen sein. Es war so klar. Okay, das sind die. Die sind jetzt noch nicht besonders gefährlich, aber da kommt wahrscheinlich gleich noch mehr. Erledigt. Da war ja klar. Wäre auch eine kleine Enttäuschung gewesen. Okay, erledigt. Ein Level up. Wie wäre es mit Aufsparen? So, wir müssen irgendwie hier lang. Perfekt. Und dann irgendwie hier lang. Perfekt. Und dann irgendwie. Nice. Nein! Nein! Oh oh. Was sind das für Krüge der Gier? Okay, die sind gefährlich. Ich mag sie nicht. Ich mag sie gar nicht. Und wir sind erledigt. Oh Mann, komm schon. Wenigstens starten wir hier wieder. Das ist gut. Okay, die Herausforderung müssen wir tatsächlich auch nicht nochmal machen. Das ist nett. Nur die Krüge der Gier müssen wir bezwingen. Und erledigt. Ja, da haben wir einen Schiffling. Einen unserer Brüder. Hi. Mein Freund. Ich kenne dich aus dem Intro. Was ist das? Das bringt uns an den Anfang zurück. Das ist gut. Okay. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal anschauen, was der uns so bringt. Okay, hier waren wir schon. Hier hatten wir doch, warte mal, hier hatten wir doch irgendwo auch. War das hier drüben? Ja, hier hatten wir den. Bringt der uns auch irgendwo hin? Aha. Das sind also so kleine Portale, ja? Gut zu wissen. Vorsicht.
Uff. Sehr gut. Fast genügend für die nächste Knarrenstufe. Aha, und das führt dahin. Na perfekt. Das reicht ja schon fast jetzt. Für das nächste Herzteil. Okay, dann habe ich jetzt auch diese Löcher verstanden, die wir hin und wieder haben. So, wo ist jetzt unser Freund? Hier bist du. Da können wir noch nichts freispielen. Hier ist er. Hi. Okay, du wartest offenbar auf deine Freunde hier. Das reicht also noch nicht aus. Was macht das? Okay. Hätte sein können, dass das auch so ein Portal ist. Wir haben 3 Punkte. Können wir die für irgendwas Nützliches... Wir könnten die Schussrate verbessern. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und wie geht es jetzt hier weiter? Ich habe hier immer noch keine Möglichkeit gefunden, den zu retten. Das muss ja auch irgendwie gehen. Danke auf jeden Fall für die für das Energiemax. So, müssen wir hier noch mal rein? Gab es hier auch irgendwie eine Möglichkeit, noch irgendwie anderweitig an den ranzukommen? Nee, gab es nicht. Okay, dann könnten wir jetzt noch mal probieren, die Kuribos zu besiegen. Das ist ja auch naheliegend, weil wir ja sowieso hier hin müssen. Oder man kommt hier rum. Geht das jetzt vielleicht mit dem Boost? Hier ist ja auch noch eine Höhle. Bei der war aber noch nichts, ne? Ne. Irgendwie kann man die anzünden. So Metroidvania-mäßig ein bisschen backtracken, das gehört ja dazu. Okay, da können wir noch nicht hin. Aber wir können hier runter. Und dann nochmal versuchen, diese Challenge hier zu gewinnen. Die ist ja schwierig genug. Aber wir sind jetzt deutlich stärker. Wir kriegen sie immer noch nicht wirklich schnell tot, aber wir kriegen sie deutlich schneller tot. Vor allen Dingen, wenn wir ein paar Crits machen. Erledigt. Erledigt. Das bringt uns ein Level up. Ach, komm schon. Ich kann doch hier jetzt nicht so oft... Das gibt's doch nicht. Der ist tot. Okay, der erste ist schon mal erledigt. Komm schon, komm schon, komm schon. 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 Nein! Das war so knapp. Machen wir aber auf jeden Fall nochmal. Da geht noch was. Och, warum bist du denn so traurig? Das gefällt mir gar nicht.
Gut. Nein! Da habe ich einmal nicht auf den Bildschirm geguckt und das ist direkt die Folge. Vielleicht ist es aber auch klüger, wenn man mit denen mitgehen würde. Weil es gibt da ja eine Stelle, wo quasi keiner von denen steht. Und aktuell nutzen wir das nicht wirklich aus und das könnte ein Fehler sein. Aber momentan läuft es ja gar nicht so schlecht. Also sie schießen halt immer hier hinten in der Ecke. Hier hinten in der Ecke schießen sie auf jeden Fall. Und das ist halt, wie gesagt, ein kleines Problem. Der ist tot. Neue Stufe, der ist gleich auch tot. 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 Jetzt dürften wir sie kriegen. Tot. Tot. Junge, was eine Challenge. Hier kommen wir gerade noch nicht hin. Wo genau sind wir jetzt? Wir sind hier unten. Hier ist ein weiteres Notsignal. Zwei Punkte können wir aber gerade nicht sinnvoll verteilen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ja, jetzt haben wir tatsächlich die. Aber die sind auch deutlich einfacher als die, gegen die wir eben gekämpft haben. Was haben wir hier? Ui, sehr schön. Damit können wir unsere Knarre upgraden. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht brauchen wir hierfür eine neue Fähigkeit. Die gehen echt. Ja, das bringt uns bis nach unten hier. Es ist die Dschungelwelt. Da haben wir euch also wieder. Oh, shit. Kommen die zurück? Nee, die fliegen aber auch... Okay, die fliegen auch seltsam. Ach du Scheiße. Einmal sind die auch hinter mir. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir den noch kriegen können. Dahinter ist wieder einer. Zwei sogar. Das ist auch einer von denen scheinbar, ne? So. Stufe 3. Cool. Und der lag sogar auf einer Höhle. Ah. Das hat ordentlich Punkte gegeben. Und ein sehr interessanter Gegnertyp auf jeden Fall. Hier war aber noch einer. Warst du das? Ne, du warst das, ne? Ja, noch einer. Ich frage mich, ob der auch auf einer Höhle liegt, also ob die generell auf Höhlen liegen oder ob das jetzt nur Zufall war. Ja, der liegt nicht auf einer Höhle, aber der hat auch einige von diesen Münzen. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. Okay, wir sind jetzt hier. Fast am äußeren Rand der Spielwelt. Und hier drüben irgendwo... Oh ne, das Notsignal ist schon ganz schön weit weg. Ganz schön weit weg. Wo führt das denn hin?
Das führt an den Rand der Spielwelt. Bist du ein... Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? Bist du böse? Kann man dich aufwecken? Irgendwie bestimmt. Aber aktuell noch nicht. Merken wir uns die Stelle mal. Könnte später noch relevant werden. Nicht so schlecht versteckt der Gute. Der will nicht gefunden werden. Da ist ein großer von denen. Der irgendwie gar nicht kaputt gehen will. Sehr schön. Okay. Okay, hätte ja sein können, dass hier noch was ist. Wir legen hier ziemlich weite Strecken zurück, ohne dass wir irgendwas sehen, großartig. Hier ist noch was, wo wir jetzt gar nicht waren. Da ist ein Herzcontainer. Moment, hier waren wir schon, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon. Mir fehlen gerade die Kartenteile irgendwie. Ich weiß aber nicht, wo ich noch welche finden soll. Oh nein. Weißt du, ich hätte ja auch schon längst meine Knarre aufrüsten können, aber irgendwie habe ich so sinnvoll nicht gedacht. Jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie lebendig rauskommen mit einem Leben, was wir noch haben. Und das war's. So, dann sind wir aber am Start und das ist ganz gut, weil dann können wir nämlich unsere Knarre aufrüsten. Für die nächste Stufe brauchen wir 65 davon. Okay, jetzt schießen wir auf jeden Fall 3 Schuss. Und Schaden können wir demnächst auch nochmal aufrüsten. So, jetzt will ich noch eine Sache gucken. Hier drüben. Okay, wie leicht wir die mittlerweile einfach zerschießen. Alles gar kein Problem mehr. So. Hier war doch auch ein Notsignal. Hätten wir viel früher hingekonnt, sehe ich gerade. Was ist hier? Böse. Böse. Das tat weh. Cool. Da oben gibt's Energie. Aber wie kommen wir da ran? Das weiß keiner. Wir können aber den Schaden jetzt erhöhen. 6 brauchen wir für die nächste Stufe. So, hier oben ist Energie, an die man irgendwie rankommt. Ich weiß noch nicht wie. Da. Was tust du? Du tust gar nichts. Okay. Du bist einfach nur ein Fake. Da ist ein Wasserfall ins Nichts. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer von euch wieder auftauchen würde. Tschüss. Das war knapp. Ha. Und damit dürften wir ein weiteres Herz haben. Nun sind es 5. Keine Ahnung, wie viel man am Ende hat. Aber das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Ich find's cool, wie das Wasser so ins Nichts da hinten wegfällt. Sehr interessant. Das war klar.
böse. Okay, hier ist einfach gar nichts drunter. Kommt man hier noch irgendwie weiter? Ne, das ist das. Okay, irgendwo muss hier der nächste Notruf sein. Das kann nicht mehr weit weg sein. Plopp. Dann gehen wir doch mal in die Höhle rein. Okay, sieht recht gut. Ah, in der Höhle waren wir schon, sehe ich gerade. In der Höhle waren wir schon. Und da ist unser Freund. Hi. Hey, du hast irgendwie... Du hast eine Antenne. Kann ich mit dir Radio empfangen? Oder Fernsehen? Wäre beides cool. Okay. Hier müssen wir hin. Da oben. Du warst böse. Ah. Abkürzung nach oben. Okay. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Ich frage mich, ob wir hier schon waren. Ich glaube, ich war hier schon. Nur von der anderen Seite, oder? Ah ne, hier waren wir doch noch nicht. Okay, jetzt weiß ich aber, wo wir sind. Hier komme ich jetzt aber aktuell nicht hin, ne? Wie ist es, wenn wir hier lang fahren? Dann auch nicht. Aber hier ist ja noch eine Höhle. Wollen wir uns die mal angucken? Die muss ja auch irgendwo hinführen. Hier haben wir wieder diese Krüge. Gut, dass wir schon so viel Schaden machen mittlerweile. Aua. Cool. Aber auch hier kommen wir nicht durch. Da können wir nicht durchbrechen. Unbekannte Schiffsposition. Dadurch weiß ich auch nicht, wie ich hier hinten noch hinkomme. Das müssen wir später noch klären. Und ich weiß auch nicht, wie ich hier hinkomme. Also irgendwann kann man offenbar... So sieht es zumindest für mich aus. Irgendwann kann man über Wasser fahren. Und jetzt haben wir hier auch die Abkürzung freigespielt. Und kommen von hier aus natürlich auch ins nächste Gebiet, also hier zur verlorenen Kraft und hier zum Notsignal. Ja, wenn wir mal hier gucken, es fehlen halt immer noch zwei Sachen. Und was das hier hinten ist, das weiß ich auch noch überhaupt nicht. Also das Spiel bietet noch einige Geheimnisse und ich hoffe, dass wir sie dann demnächst ergründen können. Können wir mit dir handeln? Kartenfragmente. Okay, das ist cool. Der zeigt uns so Points of Interest an. So Höhlen und so. Die Frage ist... Okay, ich kann noch mehr aufdecken. Nee, aktuell nicht. Ich weiß aber nicht, was ich dafür brauche. Die Skarabäus sind es auf jeden Fall nicht. Okay, ich würde sagen... Wir beenden das jetzt erstmal. Für die erste Aufnahmesession war das schon sehr eindrucksvoll und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ein richtig cooles Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei und schaut beim nächsten Mal zu, wenn es heißt Minishoot Adventures. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.